Ja, mein heutiger Gast ist normalerweise in luftigeren Höhen unterwegs, Otmar Zotter von den Red Bull Rotor Wings. Schön, dass Sie bei uns im Studio heute gelandet sind. Danke für die Einladung. Ja, bevor wir jetzt näher auf die Red Bull Rotor Wings zu sprechen kommen, plaudern wir ein bisschen über Sie als Person. Sie sind Leobener. Erzählen Sie uns ein bisschen was. Was haben Sie beruflich gemacht? Ich war einen Großteil meiner beruflichen Tätigkeit bei der Stadtgemeinde in Leoben, eigentlich bis zu meiner Pensionierung und nebenbei bei der Feuerwehr. Leidenschaftlicher Leidenschaft, Feuerwehrmann. ja, seit der Feuerwehrjugend, ja. Vorher Okay. 50 Jahre und ja, es hat sich in der Zeit schon einiges angesammelt. Also immer was los gewesen und die Leidenschaft, sich in der Luft zu bewegen, Die ist die ist, schon glaube ich, auch schon sehr lange da, oder? Wie seit hat das begonnen? 38 Jahren, hat mit dem Paragleiten begonnen, Okay. beim Sorenclub Rehbichl und ist dann in weiterer Folge dann übers Rucksackmotorfliegen. Da waren wir bei der Weltmeisterschaft in Birmingham, wo wir mitgeflogen sind. Hat sich das dann weiterentwickelt bis zum Tragschrauber und vom 2006, 2005 weg bin ich Tragschrauberpilot. Also Tragschrauber, Gyrokopter, Gyrokopter, Tragschrauber, das ist das Gleiche, also es ist nur ja, die es verschiedenen ist. Begriffe. Also es wurde dann motorisiert, sag ich jetzt einmal. Begonnen hat es mit dem Bargeld. Das war ja damals auch, hat bei uns begonnen eigentlich, Naja, wie man sagt, vor knapp wir waren 40 Jahren. eigentlich von Anfang an dabei. Ja. Da war die Leistung der Schirme noch relativ schlecht. Du bist halt mehr auf den Berg gegangen. Das war mehr Abstiegshilfe als gedacht. Nicht? Und wir sind halt am Berg hoch aufgegangen, dass wir langfliegen haben können. Nicht? Und das hat sich aber dann immer mehr entwickelt und die Leistung der Schirme ist immer besser geworden, bis dann schon Streckenflüge möglich waren. Ja, und durch einen Kollegen bin ich dann eigentlich einmal. Habe ich die Möglichkeit gehabt, mit einem Tragschrauber mitzufliegen in Zell am See und von da weg war es Was genau gewusst, geschehen? das muss ich machen. Ja. Bleiben wir aber nochmal beim Paragleiter, weil der Paragleiter hat sie ja, glaube ich, auch zu Red Bull gebracht. Das war ja noch gar nicht der Gyrocopter, oder? Nein, also ursprünglich war ich vorher harmonischer Staatsmeister einmal. Das waren noch die Zeiten mit Swingbow und bevor die ganze Snowboard-Saison, Snowboard-Geschichte angefangen hat. Waren die Monoski noch aktuell und da war ich Monoski-Staatsmeister und hat dann, eigentlich hat das noch angefangen, der Werbespruch Red Bull verleiht Flügel, irgendwann einmal einer geflattert und ich habe da gerade angefangen gehabt mit dem Paragleiten und man denkt, ja, das muss eigentlich, das passt halt eigentlich, ich schreibe mal hin, nicht? Und habe das eigentlich, ja, ich habe hingeschrieben und habe mir gedacht, da kriegst du nie was und ich werde nie vergessen, bin von Arbeit heimgekommen, habe das Postkastel aufgemacht, ist ein weißes Kuvert mit den roten Stier drinnen gewesen. Und ja, das ist interessant, ich soll zu einem Gespräch in die Alpenstraße damals nach Salzburg kommen und habe ich direkt mit dem Didi von dort weg eigentlich immer freundschaftlichen Kontakt gehabt. Da kriege ich schon eine Gänsehaut, weil man weiß ja, Red Bull sponsert nur Sportler, die schon was Besonderes leisten, die besondere Charaktere Genau. haben und davon einer von Anfang an dabei zu sein, das ist schon was Besonderes. Und Sie haben Ja, es es gesagt. ist der Großteil meines Lebens gewesen. Nicht? Ja. Es hat sich einfach so ergänzt. Wir waren Steirer, der Didi war Steirer, wir waren die Steirer-Burm-Fam und es war einfach, es ist ein großartiger Mensch gewesen, das, was man nicht so beschreiben kann, den hat man müssen erleben. Und Das sagt jeder, der ihm begegnet ist, ja. also einfach ein wahnsinnig charismatischer Mensch gewesen und aber auch gefordert. Also Ja, das ist jetzt nicht aber so. er hat die Gabe gehabt, also zu sagen, das passt oder das passt nicht. Ja. Genau, ja. Nicht um und um sudern, Ja. vielleicht oder nicht, sondern nein, das passt oder das passt nicht. Und das war einfach sein Weitblick, was er gehabt hat und seine ganzen Visionen, was er dort erzählt hat, die sind alle aufgegangen. Nicht? Das war die ganze Entwicklung gewaltig zum Ja, Zuhören. unglaublich, ja. Und wir waren ein Teil von der Entwicklung, kleines Rädchen. Das, was er aber sehr wertgeschätzt hat. Also, er hat immer gesagt, das war einer von meinen ersten Piloten. Ein anderer sagt vielleicht gar nichts, Genau, ja. aber der hat wirklich, der hatte das, Ich er hat glaube, das gesagt, ich war jetzt da, wo ich noch nicht groß war und jetzt bin ich da und so ist es euch auch gut gehen. immer treu geblieben, Ja, eigentlich, ja. ne, Aber von der anderen Seite treu und Loyalität loyal, war ja. halt schon. Ja, Red Bull ist ja
immer wieder in den Schlagzeilen, jetzt neue Geschäftsführung. Das ist halt so eine Frage, wie wird das medial aufgepusht, beziehungsweise ist es einfach eine ganz natürliche, normale Positionierung einer Geschäftsführung. Das heißt, ja, da den Manager entlassen. Da, wie betrachten Sie das Ganze? Ja, es ist klar, es wird sich in der Firma was verändern. Der Didi war einfach der Chef und die Aufteilung ist ja mit Thailand, Österreich, die ist ja gegeben und da ist natürlich klar, dass ja jeder schaut, wie das jetzt da nachher wieder in geregelte Bahnen kommt. Ne? Aber habt ihr sportlich, merkt ihr davon etwas? Wir als Sportler etwas? haben eigentlich, gar nichts. Es läuft ganz normal weiter. Mhm. So soll es ja auch sein, also das nicht am Ende. Also für uns, es ist auch nicht unsere Aufgabe, über Sachen zu reden, die uns nicht, mit denen wir nicht direkt in Kontakt sind. Also wir konzentrieren uns auf unsere sportliche Seite und da läuft alles und ganz das läuft ganz weiter. Normal. Ja. Die sportliche Seite heißt Red Bull Rotor Wings, das heißt Gyrocopter, Tragschrauber in Formation zu fliegen. Wenn wir uns jetzt so Teil, sage ich jetzt einmal, vorstellen. Sie haben irgendwann einmal in einem Interview gesagt, das ist das sicherste Fluggerät der Welt. Eines der sichersten. Oder eines der sichersten, ja. Es ist für das ist schon für mich ein bisschen übertrieben. Ich bin ein großer Sicherheitsmensch, was das betrifft. Wenn ich mir das Teil jetzt anschaue, warum bezeichnen Sie das jetzt als eines der sichersten Fluggeräte? Weil es zum in der Luft bleiben praktisch, wenn ich in der Luft bin und der Motor ausfällt, ich kann ganz normal weiterfliegen. Ja. Ich kann langsam fliegen, ich kann schnell fliegen. Also wie ich kann Segler, nur nicht mehr steigen. Wie? Die Rotorblätter werden nur durch den Wind angetrieben. Ja. Die sind nicht direkt mit dem Motor verbunden. Okay. Die treiben sich nur durch den Fahrtwind. Okay. Und wenn der Motor hinten ausfällt, der Rotor dreht sich immer. Also das heißt, wenn der Motor ausfällt, dann geht es nicht vorab, bevor er nach unten, sondern nein, ich kann das kontrolliert, halt kann das ganz kontrolliert landen. Ja. Okay. Deswegen ist es eines der sichersten Geräte, weil wenn Banane der Motor ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo einen Crash hat, gegeben. Nicht? Das ist bei uns, wir landen halt auf einer Straße oder auf einer Wiese. Ja, okay. Ja, das ist nicht das ist eben der Unterschied. Ich glaube, ich fliege trotzdem nicht mit. Ist ein Fehler. Ja, schauen wir mal. Weil ich glaube, grundsätzlich kommt es dem Gefühl des Fliegens, der Freiheit schon sehr nahe, oder? Ja, da ist das Paragleiten noch mehr. Ja, das Paragleiten, da starte ich durch eigene Muskelkraft und fliege mit dem Schirm. Und beim Motor ist es da der Motor, der was mich durch die Luft schiebt. Das ist eher zum Vergleichen mit Motorradfahren in der Luft. Ja. Mhm, okay. Apropos Vergleich, wie kann ich jetzt, was ist die Herausforderung quasi beim Gyrocopterfliegen im Vergleich jetzt zu einem Flugzeug, zum Segler oder zu einem Hubschrauber? Was ist da jetzt da? Ja, wir mit unseren Geräten, wir sitzen offen, ja, wir sind offen, wir haben kein Dach über dem Kopf. Also wir spüren das Element Luft extrem. Also wir fliegen da bis zu 180 Stundenkilometer und das spürt man natürlich. Das ist eben wie Motorradfahren. Ja. Und also ich komme eben aus der freien Fliegerei. Ja. Für mich, ich mag kein Dach über dem Kopf, ich mag nicht irgendwo eingesperrt sein. Da spüre ich nichts. Das hat nicht den Reiz, als wie im Offenen. Und ich fühle mich halt wohler, wenn ich eben, wie gesagt, so ein bisschen was drüber habe. Ja, ich bin mit Hubschrauber auch schon geflogen, aber das ist irgendwie wie mit Lift fahren. Da rumpelt es und beidelt, aber du spürst nichts. Das Element Luft nimmt man da natürlich genau, richtig extrem, wahr. Ja. Trotzdem hat es Ihnen das, sage ich mal, normale, herkömmliche Fliegen mit dem Gyrocopter nicht gereicht. Irgendwann haben Sie gesagt, wir fliegen eine Formation. Wie kommt man da drauf? Ich hab ursprünglich als Soloflieger mit dem Gyrocopter bei Red Bull angefangen. Und im Hintergedanken habe ich schon immer gehabt, das war klasse, so eine Staffel zu haben und das wirkt gut. Und dann haben wir in Timmersdorf bei einem Flugfest haben wir uns dann einmal drei Piloten getroffen und haben gesagt, fliegen wir bei dem Fest gemeinsam und schauen wir, wie es ist. Und einfach ganz ungezwungen. Aber jetzt nicht in einer Formation, weil das muss man nicht sagen. Nein, wir sind damals noch nicht so in Formation. Wir sind halt hintereinander oder seitlich geflogen, aber auch schon mit Rauchpatronen. Okay. Und ist der Hannes Ach damals, was ein guter Freund von mir war, bei der Flugschau auch mitgeflogen und der hat nachher gesagt, das schaut nicht blöd aus, hat er gesagt,
das tut weiter, nicht? Macht's weiter. Wir haben dann eigentlich kurzerhand schnell in demselben Tag noch gesagt, wir gründen jetzt ein Team. Haben einen Teamnamen gefunden, Rotter Wings Formation Team damals. Und haben dann ein Konzept erstellt. Mit dem Konzept sind wir dann zum Didi gegangen. Und der hat gesagt, das ist super, das passt genau zu unserer Philosophie, dynamisch, laut und das passt, weitermachen. Nicht? Und dann haben wir intensiv weitergearbeitet und so sind wir halt mittlerweile jetzt, da gibt es uns schon 12 Jahre. Also wieder mit einer Idee, die ihn begeistert hat und wo man gesehen hat, die Konsequenz ist auch da, das weiter zu auszubauen. Auszubauen, immer mit Sicherheitsfaktor. Ja. Also das ist immer ganz wichtig gewesen, also die Sicherheit an oberster Stelle, nichts riskieren. Wir haben ja schon darüber gesprochen, eben so Sportler, speziell die Sportler von Red Bull, sind sehr häufig diejenigen, die sagen, ja, das also von außen beurteilt werden als Adrenalin-Junkies, als die machen das jetzt nur, um diesen Kick zu haben. Ja, natürlich macht man es auch deswegen, aber am Ende des Tages will jeder sicher und gut am Boden landen und oder gut zu Hause ankommen. Also da ist schon überall, das ist schon alles sehr gut durchdacht, oder? Naja, auf jeden Fall. Also der Image-Schaden durch einen Unfall wäre für Red Bull größer, als was der Nutzen ist. Nicht? Und erst einmal will sich sowieso keiner selbst umbringen. Und der Endeffekt ist eigentlich, dass er jeder dankbar ist, Red Bull, dass er eben diese Sportart ausüben kann durch Sponsoring und sicher. So sicher wie möglich. Nein, passieren kann immer was, aber es kann. In der Fliegerei ist sowieso ein Grundrisiko ist immer da. Nicht? Aber wie plant man jetzt so einen Formationsflug? Ja, man muss einmal, die sind ja nicht alle Örtlichkeiten gleich. Wenn wir zum Beispiel in Spielberg fliegen, da haben wir eine gewisse Box, wo wir uns bewegen dürfen drinnen. Das wird von der, du musst dir das alles genehmigen lassen, von der Ausdruckkontrolle. Also und von der Landesregierung, Flugbehörde. Und da musste ich halt noch schauen, wie kann ich wo was fliegen. Nicht? Also das ist nicht gleich, dann mache ich halt gewisse Formationen in dem Bereich und bei einer anderen Veranstaltung mache ich andere Sachen. Nicht? Wir sind jetzt gerade in Spitzerberg gewesen, 5 Tage zum Trainieren und haben wir eben ein neues Display einstudiert. Und das werden wir halt noch in verschiedene Locations dann einbauen. Und das Ganze ist ja gespickt noch mit Bürotechnik. Eben, ja, weil da wir ja uns immer im wir sind ja nicht kunstflugtauglich, ja. Mhm. Und eine Formation, wenn du nur fliegst, gibt es auch nichts her. Nicht weiß Gott was. Und es ist mit Bürotechnik unterstützt, mit Musik unterstützt. Mhm. Und das schaut dann schon was gleich. Was waren so die Highlights in den vergangenen Jahren, wo es ja. Ja, es hat so viele Sachen gegeben. Wir waren eingeladen in Italien bei einer Flugshow in Carle. Wir hätten schon so weit wegfliegen bei den Flugshows, aber das ist für uns logistisch nicht möglich. Ja. Mhm. Wir fahren alles mit den Hängern, weil wir ja viel Equipment mit haben. Und das sind, da war ich ja Wochen unterwegs nach Polen oder ich war jetzt die großen Flugshows. Gell. Also ihr habt mehr Einladungen, als ihr eigentlich annehmen könnt. Das auch, ja. Wir schon etliche Sachen müssen absagen und wir sind halt im innerösterreichischen Raum sind wir halt tätig und das ist eh mehr wie genug für uns. Weil teilweise sind noch berufstätig, die Kollegen müssen am Montag dann wieder arbeiten. Und aber ich glaube, also ihr seid zu dritt, drei Flieger, beim Formel-1-Rennen mit euch. Nein, Formel 1, es wird immer aufteilt. Die Flying Bulls, die haben Formel 1, MotoGP. Mhm. Wir sind dann wieder bei die DTM sind wir oben am Spielbergring, dann bei der Spielbergklassik, jetzt im Juni, Anfang Juni fliegen wir. Okay. Zwei Wochenende und das wird immer so aufteilt. Und es wird halt auch immer geschaut, wo der Dieter immer gesagt, wichtig ist für einen, wenn sie bei einem Flugfestsatz das angreifbar Satz, ja. Und wir sind dort angreifbar, weil wir dann da Kinder aus und einheben, dann Foto machen und genau das ist das, was der Werbewert für die vergessen das nie, wenn die in einem Red Bull-Flieger drin gesessen sind. Und wenn ein Flieger drüber fliegt, hat er eigentlich nicht den Wert, dass wir was ich am Boden habe. Das stimmt. Und vor allem dieses, das ist ein Pilot zum Angreifen und wie Sie richtig sagen, der wird. Der kleine Bub oder auch der Erwachsene. Ja, und du kannst auch Informationen weitergeben, es wird irrsinnig viel gefragt und das ist Interesse es, von klein bis groß eigentlich. Ne? Ihre Flugkünste, wir haben vor Anfang schon über die Feuerwehr geredet, die
also die geben sie auch an die Feuerwehr weiter in all den Jahren, weil jetzt sind sie Drohnenbeauftragter. Die Drohne wird ja im Feuerwehrbereich noch nicht so lange eingesetzt, aber wo setzt man sie jetzt ein? Und naja, es ist jetzt immer mehr im Kommen, die Drohnen, ja, weil einfach der Mehrwert für die Einsatzorganisationen enorm ist. Also das sieht man bei jeder Kleinigkeit, aus jedem verschiedenen Winkel, wo ich sonst nicht hinkommen würde, sieht man das mit der Drohne, dann ist Wärmebild drinnen, ich sehe die ganzen heißen Stellen, Suchaktionen. Und das ist jetzt gerade im Aufbau, das Land Steiermark hat jetzt da 17 Drohnen, große Drohnen bekommen, die in den verschiedenen Bereichen stationiert sind. Und ich bin innerhalb der Feuerwehr auch Drohnenpilot und Drohnenbeauftragter und mache in der Feuerwehr oben selbst eine Drohnenstaffel. Also da profitiert die zweite große Leidenschaft von der großen ersten Leidenschaft. Man muss ein bisschen schauen, ewig werde ich auch nicht mehr so fliegen können. Und das kann man auch noch weitergeben. Und die Jugend interessiert sich eigentlich sehr, sehr dafür. Und sind auch durchs Gamen, tun sie die relativ leicht mit den ganzen. Gibt es einen Wunsch, wo Sie noch gerne, was Sie sagen, das möchte ich noch unbedingt einmal machen, dort möchte ich fliegen? Ja, wir möchten schon gerne einmal bei der Formel 1 oder beim MotoGP fliegen. Das war schon ein Wunsch, ja. Dann hoffen wir, dass deine Erfüllung geht. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen und ja, danke für den Einblick in das Pilotenleben und in das Sportlerleben von einem Red Bull-Athleten. Dankeschön. Danke.